bewahre, ist es Rieslingsblüte als Duft und Blume im Pokal. Der Wildinger in seiner Güte. Aber entschuldigt, Philipp Molz, war nicht gelebt, eine weihnische Melona sein Riert gekräbt. Ich fänge dann nach dem Tuch 4-0. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Rosalinde die Erste. Waldkönigin. Waldkönigin für Lützeburg und allen angrenzenden, bei uns Masuk kaufenden deutschen Bundesländern. Aber alle meine Freunde rufen mich einfach nur Rosinchen. Und ich krieg's nicht all, ob für fern oder nur, mit dem Tremolbildingen. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Reiche mir Rebensaft, schenke mir ein. Dürsten ist grauenhaft. Trinken ist pein. Nicht alle Trauben werden guter Wein. Die besten werden Rosinchen sein. Obwohl ich erst 6 Monate im Amt bin, so sehe ich halt schon einen Hit von der Weinwerbung Mosel Zeruda. Überall dort, wo die anderen Weinkönige nicht gerne hingehen, da komme ich. Und deswegen sind wir heute nur ein Teil. Aber schauen Sie nicht so auf meine Figur. Als ich noch ein Jugendlicher Mädchen war, war ich so dünn wie Wingerspol. Wenn wir durch den Park spazieren gingen, dann haben mir immer die Entchen die Brotstückchen zugeworfen. Jetzt habe ich knapp 100 Pfund losgewischt. Mein Macker sagt immer, mein Trockenbär soll zu mir. Vorige Woche, da habe ich mich erst nackend gebogen. Das war ein Theater. Die ganze Apotheke voller Leute. Aber für Weinkönigin zu werden, da muss man schon ganz schön was auf den Dill haben. Das Wahlkomitee, in dem alles sitzt, was Rang und Schulden hat, die machen doch immer eine Auslese. Komisch, haben aber gar keine Fragen dabei. Haben die mich gefragt, waren ihre Großeltern gesund? Waren ihre Eltern gesund? Sind sie selbst gesund? Ja, ich erzähle mal. Will er mich als Weltkönigin holen oder für die Zucht? Da haben die weitergefragt. Haben Sie Säufer und Schürzenjäger in Ihrer Familie? Da habe ich gesagt, und da nicht direkt. Aber wie Sie meinen Onkel Jack, genannten Elfling, im Gebette tun, wurde Sarah schwer. Sie hätten Ziele treffen.
Wie zu Lebzeiten saß Brot weiter, heiter, hinter Frau Müller, 3 Meter weiter. Jetzt mache ich als Luxemburger Weinkönigin Werbung für den Serbinswein. Das hängt einerseits mit meinem Onkel Louis zusammen. Der ist nämlich vor 2 Jahren nach Oberinne gezogen. Ist aber sonst ganz in Ordnung. Und als ich dann hier in Wildingen eure Weinkönigin Ilona kennenlernte, oh, dieses fruchtige, rassige, kleinbärige, da habe ich mich endgültig von dem Elbling, der ja vielmehr ein Massenträger ist, verabschiedet. Wenn du noch einen Kumpel hast und der hat gute Weine, so sorge, dass er dich nicht hasst, sonst läuft er wie alleine. So war ich auch auf dem SPD-Parteitag in Mannheim. Abends durfte ich mit dem Vorsitzenden Rudolf Scharping den Tanzer rücken. Oh, war das ein sympathischer, angenehmer, ruhiger Mann. Beim Walzer war ich, bevor der sich einmal gedreht hat, schon wieder vom Pissoir gedurft. Am zweiten Abend, da sollte ich wieder den Tanz eröffnen. Da kam da so ein kleines, wiebeliges Menschen auf mich zu. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der neue Vorsitzende der SPD, Oskar Lafontaine, genannt der Saar-Napoleon. Beim Tanz mit dem Oskar hatte ich rundherum freie Sicht in den ganzen Saal. Aber nach dem zweiten Tanz, da wurde es mir aber zu bunt. Da habe ich gesagt, du kleines, intrigantes Ferkel. Hast von gar nichts eine Ahnung. Der richtige Napoleon, der hat seine Hand immer auf die eigene Brust gelegt. Dem Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl ein Glas Uggersheimer Nierenstein trinken wollte und Prostata sagte. Also geht dann immer ganz blass im Denur, als hätte sich Rimm gedreht und ist ab in Hospital. Bei der FDP war ich auch dabei, aber da war nicht viel los. War keine gute Stimmung, kein guter Wein, alles unter 5%. Trinkst du den Wein manchmal allein, denke dran, das muss doch nicht so sein. Denn so wie die Blume braucht das Bienchen, sauf den Wein doch mit Rosinchen.
Ja, so als Hit von der Weinwerbung Mosel sehr rüber, da riecht man immer auf Wachs. Das habe ich auch eurem Lothar, da dem roten Brenner. Habe ich ihm auch gesagt, immer auf Wachs. Mit einem Bein stehst du noch in Konz, mit dem anderen schon wieder in Saarburg. Schaut der Lothar mich so verträumt von unten an und sagt, ach, in Schoden müsste man wohnen. Ich muss euch das ja ganz ehrlich sagen, der Weber Karli, der wäre mir ja als Bürgermeister viel lieber gewesen. Ja, wenn ich mit dem Lothar auf den Weinfesten tanze, habe ich 3 Tage danach noch Abdrücke von seinen Rippen auf meiner Brust. Und dem Weber Karli, sein kleines Beamtenbäuchlein, das passt bei mir viel besser in den Müll. Aber sonst ist der Lothar ganz in Ordnung. Da war vor kurzem einer von der CDU im Krankenhaus. Ich glaube, er hatte die Schwarzfleckenkrankheit. Da hat der Lothar ihn besucht und ihm mit 8-7 Stimmen vom Gemeinderat gute Besserung gewünscht. Auf dem Konzerweinfest, da hatte ich den ganzen Abend den Walfried Heinz an mir hängen. Oh, das ist vielleicht eine scharfe Reblaus. Dieser Federweißer. Also das kann ich übrigens bei euch hier überhaupt nicht verstehen, dass ihr euch als Bürgermeister immer irgendwelche fremden Typen aus irgendeinem Ministerium holt. Die ersten 3 Monate müssen sie für euer Dorf zu finden noch auf die Straßenkarte gucken und 2 Wochen danach erzählen sie euch, was ihr hier machen sollt. Aber nicht, dass ihr glaubt, ich würde den Verbandsbürgermeister von Konz meinen. Also gegen den kann ich nichts Schlechtes sagen, aber auch nichts Gutes. Vermeide stets, dich einsam zu besaufen und lass es bleiben, wenn du traurig bist. Doch lass getrost dich voll und voller laufen, wenn dir so ist, wie es Rosinchen immer ist. Also was mir an euch Deutschen nicht gefällt, dass ihr bei uns Masut kaufen könnt, obwohl wir überhaupt keine Ölquelle nicht haben, das ist mir ja noch egal. Aber dass die hohe Preise ihr ganz Deutschmarkt zu uns auf die Banken bringen und bei uns die Zinsen kassieren. Ja, meint ihr, bei uns geht die Zinsen aus dem Boden wursen. Deshalb habe ich jetzt bei der Wildinger Sparkasse ein Konto eröffnet. Karl-Heinz? Habe ich gesagt, mach mir bitte ein Giroskonto auf, aber ein bisschen Tzatziki. Schaut der mich an, sagt er, Tzatziki? Das ist bei uns nicht Uso. Dann war ich auch beim Wildinger Rosinchen an seiner Weinstube. Oh, dem Seemacker.
Ihre Freundlichkeit. Günther der Erste von der Effortspang hatte mich übergehört. Hast du du allen Esel köpnet wie bestürte Buck. Und das Wildinger Rosinchen war so unglücklich, dass der Günther die Augen von meinem Dekolleté nicht lassen konnte. Gesagt, wenn ich doch so viel zu beten hatte, ist der. Da habe ich gesagt, du jung Bipschi, das ist doch ganz einfach. Da holst du dir einfach eine Rolle Klopapier und reibst jeden Tag 5-6 Mal von oben nach unten zwischen deinen Brüstchen rauf und runter. Seht, Rosinchi, ich meine, sollte die dann helfen? Mach uns gesund, bei deinem Ohr hätte er auch gern. Und wenn das alles nichts hilft, ein gutes Glas Wein bringt auch den Günther auf die Beine. Prost. Mein Macker, der Robby, der ist jetzt beim Militär, beim Luxemburger Militär. Da wurde er vor kurzem von dem Unsicherheitsrat aus New York für den Einsatz nach Bosnien abgerufen. Du Esbose Prinz Jean dazwischen gefahren und hätt gesagt, nix du, der Robby bleibt heil. So plank man mir es nicht. Diese Woche hat der Robby meinen Eltern einen Brief geschrieben. Bade die Tochter und kühle den Wein, komme am Wochenende wieder heim. Die Wildinger Winzer, ich kenne sie ja alle, aber es ist nicht mehr so viel los. Sind jetzt alle verheiratet, spritzen nur noch 5-mal im Jahr. Machen keine Bodenbearbeitung mehr und legen wieder mehr Wert auf Qualität statt auf Quantität. Und viele von ihnen, die bauen jetzt Rotwein an. Denn Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. Prost. Da war ich auch bei dem Verwalter von den Vereinigten Spitzbuben. Der spricht so komisch. Ich glaube, der ist nicht von hier. Sagt er zu mir, Sir, wo sind Sie? Komm mit, Zeilen der Hölle. Also das ging mir aber dann doch zu weit. Da habe ich ihm eine mit meinem Gottesfuß in seine Hölle getreten, ist er geflogen bis in den Klosterberg. Und da der Diver Franz, der hat mir den Wildinger Schlangengraben gezeigt. Den ganzen Tag sind wir rumgelaufen, keine Schlange gesehen. Aber abends,
Da hat der Franz mir eine Schlange gezeigt. So groß. Lebte noch. Aber hatte nicht mehr viel Biss. Drum, Franz, hör gut zu. Trinkst mäßig du den Rebensaft, so spendet er dir seine Kraft. Doch gibst dem Unmaß du dich hin, so verlierst du deine Kraft an ihm. So, bade die Tochter und kühle den Wein, komme am Wochenende wieder heim. Das war für heute nur gemeint. Wer köken ist, dass ich flott heim zu meinem Robby kommen. Eddie, und merci.